Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus zurück auf dem krassen Kreuzfahrtschiff, in dem Wellengang Uncharted 3 Leute immer noch hier auf Kreuzfahrt. So, wir müssen jetzt weitergehen. Haben uns da jetzt drin so übelst rumgeballert. Oh, Schleichmodus hier oder was? Ja! Okay. Jetzt geht hier wieder hinein. Okay, da ist noch einer. Kann ich den schnell ausschalten, wenn ich schnell da reinlaufe? Und die dann eine Schelle verpasse? Flasche! Flaschenpost auf hoher See, mein Freund. Hättest du kommen sehen müssen. Okay. Oh oh. Ich sehe den Schatten. Oh, das macht doch viel zu viel Krach. Ist klar. Einfach so die Granate hochjagen lassen. Schön, wie das Licht hier gegen uns strahlt. Okay. Er müsste unten sein. Richtung Maschinenraum geht es hier, denke ich mal. Haben mir die Kajüten neben oben besser gefallen. Okay. Da ist er. Vorsichtig. Es könnte auch eine Falle sein. Das sieht so ein bisschen zu sehr offensichtlich aus hier, das Ganze. Alter, guck dir mal hier an, das ist ein Royce. Sully. Sully. Oh nein, sie haben seinen Kopf abgeschnitten. Ach nee, er ist gar nicht da. Nathan, du hast mir viel Ärger gemacht. Sei dir sicher. Das hört jetzt auf! Du hattest ihn nicht, oder? Albert, nein. Eine Lüge. Du weißt, ich bin ein Pirat. Yalapshaku! Genau, mein Freund, lach du nur. Schuhe! Kopfnuss! Schöner Schuss! Naja, er hat das überlebt. Er ist nur angeschossen. Ich glaube, das Schiff geht unter. Ertrinken oder schwimmen? Alter. Nein! Jawohl. Aber da kommt noch einer mit Schild. Granate raus. Jawohl. Alter, guckt euch mal an, wie geil das hier aussieht, wie das Wasser. Mann. Falls ihr es noch nicht merkt. Ja, ja, ja. Es sieht so gut aus, wie das Wasser hier reinläuft. Das wollte ich eigentlich mal sehen. Man hat eigentlich keine Zeit, sich diese geilen Effekte mal anzugucken. Ständig diese gepanzerten Kackbratzen, ey. Alter, 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 Alter. Der muss ja jetzt auch mal endlich mal weg da oben. Was war da das jetzt? Okay, Munition mitnehmen. Fall um. Zum Glück haben die immer noch Schrotflinten dabei. Guckt euch mal an das Wasser, ey. Das ist so cool gemacht. Das ist einfach saugeile Ohr-Optik. Oh, da hinten. Kann ich hier rumklettern? Nein. So wie es aussieht, kippt das Schiff langsam um.
Der ist weg. Oh, oh, oh. Ich sag's ja noch, das kippt um. Das ist das Auto, das Schöne. Und dann nach oben, nach oben, nach oben. Erstmal Luft. Ich muss hier raus. Okay. Es ist aber jetzt ruhiger, jetzt wo das Schiff seitwärts liegt. Immerhin etwas. Die Typen sind alle ertrunken, hoffe ich. Die waren darauf nicht vorbereitet, so wie ich. Ja, spring halt wieder ins Wasser. Ich glaube, ich kann hier kann ich rauf. Das ist doch die bessere Option. Auf die Kiste. Okay. Wir hängen an der Tür. Oh. Toll, Nate. Ganz toll gemacht. Was für eine Kameraeinstellung. Nein. Vorsicht. Sicherungskasten. Nein, das ist nicht gut. Weg damit. Puh. Nicht mehr viel Luft übrig. Nach unten geht's nicht. Da ist ein ein Strom. Ich kann da nicht hin. Wieso kann ich da nicht hin? Ja, das war's. Ich wollte dahin, wo die Strömung ist. Da will ich hin. Aber ich kann da nicht hin. Ich kann auch nicht weiter nach unten tauchen. Ist doch schlimm hier. Aha. Ja, okay. Da ist ein Gitter. Ich will keinen Tipp. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist das ein Fenster gewesen damals? Nee, Luftschacht, aber... Nein! Alter! Wow! Hoch. Bis das voll läuft, das dauert. Oder auch nicht. Okay. Ich denke, da muss ich eher nach unten jetzt, ne? Bei der zweiten Welle hier. Nein? Wieder zurück? Auch nicht. Bin voll eingekesselt hier. Das Seil. Ist mir nicht aufgefallen, weil es halt rot ist. Wäre es Geld gewesen, wäre ich da sofort rangesprungen. Wow, die Tür ist offen. Hat mal wieder einer mich abgeschlossen. Okay. Das ist einfach von Design her eins der geilsten Missionen, die man in einem Videospiel haben kann. Auf einem Kreuzfahrtschiff, was schief steht und langsam, untergeht hier. Wie wir uns an Türen rumhangeln und sowas. Ich fand das schon immer so stylisch. Nein! Ah, da fällt ich schon wieder runter. Dann auch noch diese spannende Musikuntermalung. Komm schon. Wo geht's lang? Muss ich ja ins Bett? Erstmal hier rüber. Wir klettern den Schrank rauf. Nee, das ist ein Bett. Und jetzt gehen wir da zur Tür. Okay.
Guckt euch das an. Wie geil. Okay, vorsichtig. Da ist wieder der Pianosaal. Und oh, die Scheibe, die steht wahrscheinlich jetzt übelst unter Druck. Vorsichtig. Hört euch mal den Sound an, ey. Nein. Okay. Der Fahrstuhl. Was geht? Meinst du, das geht? Du bist ja mutig, ey. Jetzt noch Fahrstuhl zu fahren. Der fährt. Oh, oh. Aber nicht besonders gut. Mist, nein, nein, nein! Die Scheibe, Nate. Die Scheibe! Wir sind da. Okay. Das ist doch jetzt mal eine Aquariumssicht, oder? So wird aus einem Sonnenglas oder viel Sternenhimmel und sowas, Panoramaglas, ein Aquarium. Da ist wieder ein Seil. Das fällt runter. Ja, mach es noch kaputt. Zum Glück sehen wir keine Wale oder Haie. Alter. Oh, 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 oh. Sieh mal einer an, ey. Wie kann man so ein Glück haben wie der? Meine Güte. Zieht euch das rein hier. Es ist so einfach so eine geile Mission hier. Oder Kapitel, sag ich mal. Raus aus diesem Aquarium, sagst du es. Jalmut! Lars! Bitte, was willst du? Fahr zur Hölle, Habibi! Habibi? Ich geb dir euch mal. Du blödes Arschloch! Ja. Oh, 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 oh. Wir werden weggespült. Ich hab's nicht geschafft. Ich muss im Laufen bleiben. Ach komm. Ach komm. Der dreht sich dann auch noch das Ding. Nein, nicht schon wieder. So kann ich nichts machen. Okay, 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 okay. Konzentration. Leicht laufen, leicht laufen. Komm schon jetzt. Und Kurve. Alter. Nicht umdrehen. Okay. Ich dachte, ich kann nach rechts laufen. Ich glaube, ich muss einfach runterspringen. Nochmal das ganze Scheiß. Nein, da bin ich festgehangen. An der Kante unten. Ah. Boah, jetzt komm mal klar, Junge hier. Eben so viel Glück gehabt. Du wiederholst dich. Okay. Okay. Jawohl. Oh. Die Mission ist so geil, aber wenn man das dann noch so öfters machen muss, ärgerlich. Wir haben ein Holzstück, an dem wir uns festhalten können. Oh Gott, wenn wir da nicht mal gestrandet sind. Und wir wurden angespült. Guck mal, das kleine Holzstück hat uns gerettet. Ich liebe dieses Holzstück. Es ist das beste Holz der Welt. Daraus baue ich mir ein Bett. Haust du mal ab, ich lebe noch. Denk nicht mal dran. Genau, denk nicht mal dran, ich lebe noch, Mann. Ich mache aus dir Brathähnchen. Das sieht doch gut aus, das sieht praktisch, ja. Kleiner Umweg, aber wir sind zurück. Hey, wink noch mal, Leute. Na, auch hier? Jetzt müssen wir nur die anderen finden. Okay. Elena. Okay. Ja. Ja, verstehe.
Ruf mich an, wenn sich etwas ändert. Oh mein Gott. Ich melde mich wieder. Nate! Ich dachte, die mögen das hier nicht. Idiot. Ich dachte wirklich, du wärst tot. Bist du okay? Ist Sully... Er lebt. Oh, Gott sei Dank. Aber sie haben ihn. Was? Wo? Er ist auf einem Konvoi auf dem Weg in die Wüste. Oh, wir müssen los. Wow. Nein. So einfach ist das leider nicht. Komm. Sie sind uns mindestens 2 Tage voraus. Wir können sie nicht einholen. Wir müssen es versuchen. Hör zu. Ich habe einen Plan. Aber dieses Mal bleibt uns nur ein Versuch. Okay. Sie beladen ein Frachtflugzeug am Flughafen. Und über dem Konvoi lassen sie Vorräte fallen. Wir müssen ins Flugzeug. Genau. Du weißt schon, dass wir Fallschirm springen müssen. Wäre ja nichts Neues. Das stimmt. Okay. Ich könnte einen Schluck Wasser vertragen und dann müssen wir los. Nein. Mein Kontakt am Flughafen sagt, dass der Start erst für morgen geplant ist. Und bis dahin solltest du ein paar Stunden schlafen. Nein, das ist keine gute Idee. Komm schon, okay? Er ruft an, wenn etwas ist. Du hättest das echt allein durchgezogen, was? Für Sully? Ja. Ich mag deine Einstellung. Ich weiß. Nein, ich meine das. Ich weiß, was du meinst. Tut mir leid. Ich weiß. Schön, die beiden mal wieder so zusammenzusehen. Wir sind da. Okay, nimm. Mann, hoffentlich muss ich das Ding nicht benutzen. Ich weiß, aber wir müssen leise sein. Wenn sie uns da drin erwischen, sind wir Geschichte. Okay, nächstes Kapitel. Nur eine Chance. Wir müssen das Flugzeug erreichen. Vielleicht geht's durch das Gebäude. Sie hat dann schon einen Weg gefunden. Heb mal mit. Elena ist wieder mit am Start, aber auch nur, weil sie Sully genauso gerne mag wie Drake. Und sie möchte einfach nur Sully wieder zurück aus den Fängen von Talbot holen. Und damit geht es in der nächsten Folge weiter. Es ist, glaube ich, hier ein guter Punkt gerade, um die Episode zu beenden. Und in der nächsten Folge schnappen wir uns das Flugzeug oder gehen auch an Bord des Flugzeugs und dann geht es schon rein in die Wüste. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Uncharted 3. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.